Was soll das denn? Wenigstens meine Jacke brauche ich noch. Dr. Klepper, da schmeißen die uns einfach aus der Kneipe. So schlecht haben wir doch gar nicht gesungen, oder? Ich zumindest nicht. Sie auch nicht. Ich auch nicht. Ein schneller Vogel ist er ja, hat manchmal auch ne Meise. Doch wenn er seine Felle löst, dann werden wir ganz leise. Da kommt der Kommissar, ne Vogel hat er zu Recht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet Knecht. Da kommt der Kommissar, den Vogel hat er zu Recht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet Knecht. Die Musik hat's ihm angetan, da gibt es schwere Fälle. Und falls es richtig knifflig wird, so ist er stets zur Stelle. Alle! Da kommt der Kommissar, den Vogel hat er zu Recht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet Knecht. Da kommt der Kommissar, den Vogel hat er zu Recht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet Knecht. Das war doch großartig, oder nicht? Das gibt's doch nicht. Kommissar Krechts und Dr. Clever, wir haben heute einen anstrengenden Tag im Kommissariat gehabt und haben uns gefreut, zum Feierabend hin eine Apfelschorle in der Kneipe trinken zu gehen. Und wen treffen wir da zufällig? Einen kleinen, aber großartigen Teil des WDR-Rundfunkchors. Ha! Und ich kann ja schon richtig gut singen. Aber ich dachte mir, so ein paar Profis, die bringen mir noch ein paar Kniffe bei, oder? Ja. Dann haben wir da einen rausgehauen, hier noch ein Lied gesungen, da noch ein Lied gesungen. Dann schmeißen die uns da raus. Nochmal, die haben doch gar nichts zugemacht. Haben die etwa nur uns rausgeworfen? Ja. Sieht ganz so aus. Unverschämtheit, oder? Ja. Aber so spät ist es noch gar nicht. Überhaupt Guck nicht. Mal, wir können noch was machen. Wir haben noch die ganze Nacht zusammen Zeit, um noch ein bisschen zu singen. Oder vielleicht eine Nachtwanderung zu machen. Nur wir durch die Stadt und Lieder singen. Toll, oder? Mensch, wer von euch war schon mal so richtig lange wach? Hand hoch. So. Sie gehen immer schon um 8 ins Bett, oder was? Ja. Die Kinder machen einen fertig, oder nicht? Ja. Ja. So. Wer von euch war denn schon mal so richtig lange wach? Wie lange warst du denn schon mal wach? Wach. Ja, wach. Ja. Das hört sich sehr lang an. Irgendwann verliert man auch die Muttersprache. So lange ist man dann wach. So, wie lange warst du denn schon mal wach? 5 Minuten, du mal. Ja, lachen Sie nicht, vielleicht war es 4:05. Also, ne? So, also ihr wart alle schon mal richtig lange wach, oder? Und wir wollen jetzt, sag du doch mal, wie lange warst du denn wach? Bis 12. Bis 12? Krankheitsbedingt oder Silvester? Silvester. Silvester, und dann um 12. Wo sind deine Eltern? Wie gemein ist das denn? Schatz, 12 Uhr, ab ins Bett. Also, es ist noch gar nicht so spät. Wir haben noch die ganze Nacht Zeit und gehen jetzt gemeinsam auf Nachtwanderung. Oder wo geht man hin? Wo geht man denn so nachts so hin? Wo? Hat jemand eine Idee? Ja, vielleicht zum Zoo. Ja, zum Zoo. Zum Zoo. Gute zum Idee. Zoo. Ja, gehen wir alle zum nachts. Zoo. Zieht euch warm an, es regnet. Dunkel ist es auch noch. So, komm, wir und so schlimm singen wir auch nicht. Erste Heul schon. So, los geht's. Dr. Clever? Sie kommen auch mit. So. Da, da, oh. Da, da. Giovanni, alles klar? Ja. So weit ist das nicht. Das ist nur ein paar Meter. Ja, aber du musst dich da nicht warm machen. Hast du nicht gesagt, wir müssen singen? Wir müssen nicht, wir wollen. Während der Wanderung. Da kommt der dann muss ich mich unbedingt vorbereiten. Ich kann einfach nicht so los singen.
Du machst dich warm. Ja, ich mache mich warm. Ich lockere mich auf. Ich kann nicht so mit Verspannung singen. Gut, ich habe gesagt, ich möchte noch was dazu lernen. Und deshalb machen wir uns jetzt alle warm. Gerne. Ja? So, wir stellen uns alle hin. Ja, auch Sie sind alle. Meint der uns auch? Ja. Wenn ich die Kinder meine, sage ich Kinder. So. Strecken wir uns bis zur Decke und strecken uns bis und zur Decke. Locker lassen. Richtig hoch. Wie viel schon gut, nach unten? Machen wir nochmal. Und strecken. Und seien Sie froh, dass wir das am Anfang des Konzerts machen. Ja. Du kannst noch aushalten, sehr gut. Das ist sehr gut. Weil du beim Sport bist, ja. So, wir sind warm, wir können weiter. Nee, stopp. Christian? Also das war jetzt erst der Anfang, also so schnell geht es ja auch nicht, ja? Also, wir streichen mal unsere Arme auf, und zwar von der Oberseite und von der Unterseite. Kann das auch ein Nachbar machen? Das kann, wenn du das gerne hast, kann das auch der Nachbar machen, ja. Guck mal, der Mann direkt, kennen Sie die Frau? Jetzt schon, ne? Jetzt schon. Okay. Hier auch noch? Doch hier. Ja, sehr gut. Ja, jetzt sind wir warm, oder? Ja, noch nicht ganz, nein. Jetzt kommen die Füße dran, und zwar die Oberschenkel, die klopfen wir mal aus. Ja, das macht jeder selber. Auf der Vorderseite und auf der Rückseite wieder hoch. Und ganz wichtig, den Popo auch nicht vergessen, bitte. Oh. Ja? Ja? Was, den Popo? Das ist ganz wichtig, ja, für die Stütze. Ja? Für die Stütze, den Popo. Ja, ich glaube, manche sind noch nicht fertig. Okay, weiter. So, jetzt sind wir warm. Ja, Moment. Ja. Wir müssen doch noch unsere Gesichtsmuskulatur lockern. Joachim. Ja, und zwar, wir können da mal ganz genüsslich gähnen. Das ist... Guck mal hier, Profis. Völlig ungeniert gähnen, genau. Und dann massieren wir unsere Backen. Unsere Wangen, meine ich natürlich. Unsere Wangen schön ausstreichen. Meine Backen sind auch schon warm. Echt? Und zum Schluss machen wir alle. Sehr gut. Die hinterfragen das gar nicht. Das ganze Publikum alle. Ja. So. Aber ehrlich gesagt, ich fühle mich warm. Ja? Ich gehe viel aufrechter. Ne? Und jetzt könnten wir eigentlich. Nee, jetzt, wo wir uns von außen aktiviert haben, müssen wir uns auch von innen aktivieren. Das kein Problem, sechs kurz. Ich komme gleich. Ja, gerne. Derweil. Von innen aufwärmen. Ne? Genau. Hier verläuft das Zwerchfell. Das trennt den Bauchraum auf. Hier? Ja, das spüren wir ganz besonders, wenn wir Schluck aufhaben. Dann ist das ganz aktiv. Wir versuchen jetzt beim Einatmen tief einzuatmen und dann das Zwerchfell so ein bisschen runterzukriegen. Ja, so jetzt mal. Tief einatmen. Und wieder ausatmen. Beim nächsten Einatmen werden wir danach auf F ausatmen. Was? Suchen uns einen Punkt im Raum und versuchen dieses F genau dahin zu platzieren. Also tief einatmen. Tut mir leid, wenn ich Sie getroffen habe. Ich habe Sie ausgesucht. Wunderbar. Jetzt atmen wir nochmal ein und aktivieren das Zwerchfell, indem wir so kleine Impulse geben auf F. So. Nochmal tief einatmen und los. Geh mal hier zu kleinen Dampflok, also rein musikalisch. Super, gut, ne? Bevor es einem schwindelig wird, aufhören. Sehr gut. So, ich denke, jetzt können wir wieder ein Lied singen. Oh, sehr gut. Schön ist die Nacht, traumhaft schön ist die Nacht und wir singen der Liebe.
Traumhaft schön ist die Nacht und wir singen Bella Notte. Sterne erstrahlen in der Ferne und mal an den Himmel Bella Notte. Hand in Hand mit der Liebsten und Seligkeit ist da. Die Nacht umfängt uns wunderbar und die Liebe ist so nah. Denn schön ist die Nacht, himmlisch schön ist die Nacht nach der Liebe. Hat sich viel besser angehört. Obwohl ich finde ja, mit vollem Schnabel kann man nicht singen, oder? Ja. Guck mal hier. Ein Ekel-Glibberwurm. Ist nur so eklig, weil er schon angekaut ist. Sonst ist okay. Ja. Mensch, also, wir haben uns warm gemacht. Jetzt finde ich, können wir auch endlich nochmal lossingen. Ja? Sowas wie: Da kommt der Kommissar. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was für tun. Ja. Ja, dann mach das bitte gerne. Ja, der Giovanni erklärt. Wir müssen vielleicht ein bisschen die Stimme aufwärmen. Wir haben unseren Körper aufgeweckt und jetzt ein bisschen die Stimme. Wie wäre das? Hört sich logisch an. Na? Wir wärmen jetzt die Stimme auf. Nein, das müssen wir nicht. Wir können einfach los singen, aber kontrolliert. Von ganz tief bis ganz hoch und dann zurück. Wie wäre es? Moment. Von ganz tief bis ganz hoch. Wer kann denn mal tief singen? Muss man doch erst wissen, was das ist. Ja. Wer von euch weiß denn, wer kann denn mal tief singen? Wer kann denn mal tief singen? Wenn ich nicht hingucke, sieht er mich nicht. Einmal tief. Oh. Vielleicht ist das ja ihre hohe Stimme, wissen wir nicht. Okay, nee. Und jetzt einmal ganz hoch. Wer kann denn? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, gut. Applaus. Sehr angenehm. Sehr gut. Also, wir machen das mal alle zusammen. Wir fangen ganz tief an. Und so kann ich mir das auch immer besser merken. Hoch und runter, wie eine Welle. Dann machen wir so eine Bewegung. Wie eine Welle, wir machen eine Bewegung. Das war schon ganz gut, ne? Jetzt hört man nicht nur, wenn die Leute eingeschlafen sind, jetzt sieht man es auch. Ja. Manche Hände sind unten geblieben, was ist denn da los? Nochmal bitte, nochmal. Machen wir nochmal. Alle zusammen. Das war super. Richtig gut, ne? Sehr schön, ne? Sehr gut. Ganz schön gemacht. Meine Stimme ist warm und geölt noch dazu. So. Ja, Moment. Wir könnten aber auch noch eine schöne Tonleiter singen. Ha! Könnten heißt, wir müssen nicht. Doch, wir müssen. Okay. Also eine Tonleiter. Wie auf dem Klavier, hör mal. Ja. Ma, na, 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 la, 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 na, na. Wow! Sag mal, fehlte euch da vielleicht eine Stufe, ein Tritt bei der Leiter? Sag mal, fehlt da nicht mehr? Nein. Wer soll da fehlen? Nee, der Kai? Nee, der Kai hat am Kaugummi-Automat 500 Punkte gewonnen, der durfte nach Hause. Verrückt. Okay, so. Also, wir haben eine Tonleiter gemacht, sind ziemlich hoch gekommen, wie ich fand, ja, oder? Ja. Das hat sich schon echt ganz gut angehört, oder? Ich würde sagen, das ist jetzt das Besteck, das wir jetzt noch besser singen können. Ja? Ja. Sollen wir es mal probieren? Ja. Ja, wir singen noch was. Okay. Was singt ihr? Wir singen Ade zur Gute Nacht, wie wär's? Das passt doch gut zu einer Nachtwanderung, oder? Genau. Und wer Ade das kann, darf gerne mitsingen. Zur Gute Nacht. Ne? Ich hoffe, ihr könnt es.
Nicht aus der Kneipe geflogen. Wir wenn man nicht, sich ne? vorher warm ja, macht ja. und noch mal was singen bei diesem Quonchik, wo geht denn der hin? Quonchik, bleib doch mal! Quonchik muss aufs Klo. Schon wieder? Ja. Er war in der Kneipe viermal. Das ist eine Tenorangewohnheit. Genau. Okay. Ja, Hauptsache, der kommt wieder. Ja, bestimmt. Ja, okay. Ja. Hoffentlich, oder? Bestimmt. Aber das kriegen wir auch so, das Singen kriegen wir auch so hin, oder? Ja. Okay, alles klar. Apropos fliegen. Wie hoch könnt ihr eigentlich singen, könnt ihr fliegen? Wie hoch könnt ihr die Töne treffen? Bei der Tonleiter haben wir gerade gehört, dann ging es von unten immer ein bisschen höher. Aber war das gerade euer höchster Ton? Nein. Nein. Meiner schon. Lang nicht. So, wie hoch kommt ihr denn? Sollen wir mal probieren? Ja. Wir können das mal demonstrieren. Guido. La, la. Wahnsinn. So, jetzt passt mal auf. Einen Ton, aber Kinder können rein anatomisch noch höher. Passt mal auf. Wer von euch möchte denn mal so richtig hoch singen? Stell dich mal hin, da kann man am besten singen. Hat die Lunge am meisten Platz. Und jetzt hören wir mal, wie hoch du singen kannst, okay? Ui. Wow. Gut gewonnen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt machen wir das mal alle zusammen. Wir alle singen unser höchsten... Ja, singen. Wir machen unseren höchsten Ton, ja? Achtung. 1, 2, 3. Ei. Toll. Ist an wie Montagmorgen, 7:15. Oder und lang, oder? Wahnsinn. Ja. Nicht schlecht. Ja. Muss man das studieren? Gibt es da noch einen Tipp, dass man noch höher kommt? Wir können vielleicht ein bisschen eine kleine Bewegung machen mit der Stimme. Wenn wir so ju, dann vielleicht können wir bis wir versuchen noch höher. Das also, um höher zu kommen, machen wir jetzt ju. Okay. Ne? Kommt mal nach vorne, wir zeigen euch das mal. Wir machen wie? Ju. Sehr gut, das war sehr gut. Ne? Wisst ihr, wie ich das immer mache? Nein. Wenn ich auf meiner Baustelle bin und hau mir mit dem Hammer auf den Finger, was schrei ich dann? Aua! Ja, da habe ich meistens gar keine Zeit zu. Meistens ist nur der erste Buchstabe und zwar ein A. Genau. Und jetzt stellen wir uns alle mal vor, wir hauen uns mit dem Hammer auf den Finger und rufen ganz laut, Moment, A. Achtung! 1, 2, 3. Das hat wehgetan. Gut, oder? Ja. Und guck mal, ihr habt, das hat sich so gut bei euch angehört. Ihr seid so hoch gekommen. Ihr seid natürlich so oder so was ganz Besonderes. Selbstredend. Aber auch im Chor seid ihr was ganz Besonderes, weil ihr seid nämlich die Tenöre. Tenöre. Genau. Richtig. Und die können besonders hoch singen. Richtig. Das sind die richtig. Männer, die besonders hoch singen können. Genau. Und die natürlich auch sehr gefragt sind. Ja, richtig. Ich frage mich nämlich schon die ganze Zeit, wenn der Quonchek nicht groß muss, wo bleibt der so lange? Sag mal, und der Kai, der ist doch irgendwie, der war auch da. Kai hat heute frei. Wir singen sag mal, wo sind die? Nicht das Schinger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 ing
Then you ride in style, coach with your white horses. Then the evening meal has 1, 2, 3, 4 courses. Ching-a-ring-a-ring, 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 ho-a-ding-con-lucky. Ching-a-ring-a-ring, ching-a-ring-a-ring-con-lucky. Nights we all will dance to the harp and fiddle, waltz and jig and prance, cast off down the middle. When the morning comes, all in grand and splendor, stand out in the sun and hear the holy thunder. Shout, I hear them harps a strumming. Sing a ring a ring, ching ching ring a ring, ching ching ring a ring, ring ching ring a ring, ring ching ring a ring, ching ching ring a ring, ching ring ching ring a ring, ching ring ching ring a ring, ching ching ring a ring. Großartig, großartig. Ihr wisst schon, wie ihr mich ablenken könnt, ne? Sobald ihr ein Lied singt, bin ich direkt woanders und nicht mehr bei den verschwundenen Tenören. Welche verschwundenen Tenören? Wie welche, wo ist Giovanni? Jovea? Giovanni, der war doch hier, der sich auf den Po geklopft hat, der so geturnt hat. Sag mal, hier fehlen doch Tenöre, oder bin ich bescheuert? Das hat noch nie einer gesagt. Da fehlen doch... Passt mal auf. Nicht, dass wir jetzt einen Fall zu lösen haben. Wir wollten doch einfach mal Feierabend machen. Und jetzt verschwinden hier die Tenöre. Wisst ihr was? Nein. Wie nein? Ja, irgendwas weiß. Vielleicht, wo die sein könnten? Ich bin Tenor, ich weiß nichts. Ja. Ach nee. Ist das dein Handy? Nee, du hast hoffentlich noch keins. Ihr müsst doch euer Telefon ausmachen, das steht doch draußen. Nein, das ist die Klingel. Das ist die... herein! Das ist der Boris. Kennt ihr noch so Telefone an der Schnur? Das ist keine Diebstahlsicherung. Sag mal, wer war denn da dran? Boris. Ha! Hallo? Hat der Arzt jetzt Zeit für dich? Ah, ja, ein Freizeichen. Holst du dir immer den Ton vom Freizeichen? Genau. Okay, genau. Dann los. Hallo? Ja. Hat keiner dran? Boris? Der Boris hat einen wichtigen Arzttermin. Haltet ihn fest! Der hat einen wichtigen Arzttermin, der Boris. Haltet ihn doch mal fest! Wo will denn der hin? Zum Arzt. Ach, zum Arzt, doch nicht an einem Sonntag. Boris, kommst du bitte mal zurück? Oh Mann. Sag mal, so krank siehst du gar nicht aus. Aber ich bin's. Ja? Gut, dann weiß ich, was da ist. So, komm doch mal hier hin. Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, das ist ganz schön verdächtig. Eigentlich wollten wir nur in der Bar was trinken. Dann fliegen wir raus, wollen nur eine Nachtwanderung machen und dann hauen die Tenöre ab. Sag mal, meint ihr, die wollen nicht mit uns zusammen singen? Doch, natürlich wollen doch, wir singen. Dann muss es nämlich was anderes sein. Die sind entführt, geklaut, gestohlen. Die hoffentlich kommen die nochmal wieder. Also, wer fehlt? Quantschik fehlt, Kai fehlt. Haben wir schon gesagt, dass du so schön gesungen hast? Ja, nicht? Ja, ganz so schön toll gesungen. Ja? Ja. Ach, das hat auch noch keiner gesagt. Ja, siehste. Ne, fühl ich aber auch. Wir singen noch ein Lied. Ja, klar, ja sofort. Ja. Was denn? Und, habt ihr eins zum Mitsingen? Ja, wir haben eins zum Mitsingen. Was denn? Das kennt doch keiner. Warte mal, stopp. Abbruch. Wer von euch kennt Schlafkindchen? Hand hoch, das glaube ich doch nicht. Die Frau kennt das nicht. Achso, dann melden Sie sich. Sie haben Ihre Tochter auch mit einer Hand im Griff? Ja. So, wer kennt Schlafkindchen Schlaf? Und für die Eltern, die das nicht kennen sollten, singen wir das jetzt mal alle zusammen. Wir stimmen uns ein. Ja? Achtung, Schlafkindchen Schlaf. 1, 2, 3. Du brauchst gar kein Mikro. Mutter schüttelst Bäumelein, da fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Kindchen, schlaf. Wow. Applaus toll. Für euch. Toll. Super. So, ich würde sagen, das haben die meisten drauf. Genau. Das singen wir jetzt mal alle zusammen, begleitet vom Guido am Flügel.
Dr. Clever? Jetzt ist der auch noch weg. Dr. Clever? Hat jemand Dr. Clever gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Dr. Clever? Wo? Ach, da ist er ja. Ach, vielen Dank, dass du aufgepasst hast. Das gibt's doch nicht. Sag mal, wenn die alle jetzt weg sind. Ich hab's. Wo wollten wir noch mal hingehen? In den Zoo, glaube ich, wollten wir gehen, ne? Wir wollten in den Zoo. Sag mal, wenn ihr mit euren Eltern irgendwo einkaufen seid oder spazieren seid, wo trefft ihr euch wieder, wenn ihr euch verloren habt? In Jonathan. Ist das die Kinderauffangstation im Weidencenter? Nein. Wir wissen es nicht. Ist dein großer Bruder? Ja, mal gucken. So, macht ihr da so Treff, wo ihr euch das letzte Mal gesehen habt. Das mache ich mit meinen Kindern immer, wo wir uns verloren haben. Oder was machst du dann immer für einen Trick? Ich gehe zur Kasse und spreche die an und dann rufen die durch den ganzen Laden, wo meine Mama ist. Sehr gut. Okay. Ja, sehr gut. Genau, das kann man machen. Ja? Aber können wir jetzt nicht machen. Wir gehen jetzt alle mal zum Zoo. Ja? Und da gucken wir mal, ob die vielleicht da auf uns warten. Okay? Ja. Ab zum Zoo. Na, dann los. Ist schon ganz schön dunkel, was? Ja. Halt eine Nachtwanderung. Hast du Angst? So, wo ist denn der Zoo? Ich wollte nur die Hand reichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Wo? Wo ist der Zoo? Ach, da. Okay. Gehen wir hier lang, komm. Ja. Wie die dem Kino zu spät kommen. Kennt ihr die? So, Achtung, Füße hoch. Achtung. Oh, immer den Weg des größten Widerstands, ich liebe es. Ja. So, Achtung, Achtung. So, und wenn dann schon die nächste Reihe die Knie hochhebt, biegt man doch noch mal hier ab. So. Bis zum Zoo. Lasst uns mal durch. So, hier rüber. Ach, ihr müsst doch immer singen, ne? Ja. So. Das ist Beruf und Berufung. Ui, das gibt's doch nicht. Der Zoo hat zu. Nein. Doch. Naja, hätte ich dir auch vorher sagen können. Warum hast du es nicht gemacht? Ja, hab ich nicht getraut. Du hast mich gefragt. Wer von euch war schon mal im Zoo? Hand hoch. Im Bett, noch nie im Zoo. Yeah. Armer Mann. So. So. Welche Tiere gibt's denn so im Zoo? Elefanten. 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 Wie macht ein Elefant? Was für ein Geräusch? Törö. Törö. Was für... Törö. Ja, es gibt große und kleine Elefanten. Was für Tiere gibt es noch im Zoo? Eine Giraffe. Jetzt bin ich mal auf das Geräusch gespannt. Was macht eine Giraffe für ein Geräusch? Ja, richtig. Sehr gut, die schmatzen beim Essen. Was für Tiere gibt es noch? Löwen. Löwe. Wie macht ein Löwe? Was für Tiere gibt es noch? So, soll ich mal hier zwischen? So. Du warst gerade schon dran, ne? Ja. Ja, kommst du mal dran. Was für Tiere gibt es noch? Eulen. Richtige Nachttiere, ne? Und so romantisch, oder? Ja. Spürst du das auch? Ja. Jungs, ich glaube, es knistert. Oh, da passt aber auch ein romantisches Lied jetzt zu. Ja, mach mal, spiel mal was Romantisches. Spiel mal. Ja. Bitte. Sehr gut. Ja. You and the night and the music fill me with flaming desire, setting my being completely on fire. You and the night and the music thrill me, but weary. Come without
Jungs, großartig. Aber ich versaue immer alle Beziehungen, weil Steffi, ich kann einfach beruflich und privat nicht trennen. Wir haben direkt über den Fall gesprochen. Steffi ist nämlich auch aufgefallen, dass die ganze Zeit Tenöre fehlen, richtig? Quatsch. Falsch. Ja. Ja, ja. Gerade war sie gesprächiger. Okay, alles klar. Steffi, dein Applaus. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ach, wie förmlich. Ja, ja, ja. Okay, tschüss. Dr. Klepper, lass ihn fliegen. Ja, vielen Dank. So, passt mal auf. Jetzt mal Butter bei den Fischen. Also jetzt mal raus mit der Sprache. Was ist denn da los? Das ist ja Steffi auch direkt aufgefallen. Euch auch, oder? Schon wieder ein Telefon? Wer? Es klingelt vielleicht. Die Klingel, meinst du? Was? Die Kiste ist weg? Warte mal. Joachim, lass mich doch... Hallo? Lass mich mal durch. Später. Oh, das gibt's doch nicht. Joachim, das gibt's doch nicht. Ha! Angetäuscht. Der Nächste, das gibt's doch nicht. Mit wem hast du denn gerade telefoniert? Mit meiner Oma. Oh, und es ging um eine Kiste? Nein, gut, der geht's gut. Gute Besserung. Der geht's gut, der geht's gut. Ach, Mensch, Mensch, was ist denn da los? Mit wem hast du denn telefoniert? Eine Kiste. Hört sich ganz schön verdächtig an, oder? Der eine telefoniert, der andere telefoniert. Die Tenöre verschwinden. Hier hat jemand eine Idee. Ja. Die können sich doch in der Kiste verstecken. Richtig. Vielleicht verstecken sie sich in der Kiste. Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Packt mal aus, was ist los? Was? Ja, das ist als Tenor blöd. Sag mal, der Job ist weg. Sag mal, erzähl doch mal, was ist denn da los? Hä? Kommt schon raus mit der Sprache, Jungs. Hä? Was? Ach nee, jetzt wickeln die mich wieder um Finger mit Musik. Damit haben die mich auch jedes Mal. Wenn ein Stern in finster Nacht strahlend dir entgegen lacht, schaut zum Himmel und du hast drei Wünsche frei. Wird das Leben dir zur mal, Jungs, was ist denn hier los? Holt doch wenigstens euren Applaus ab. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal, Jungs, kommt doch mal hier hin. Sag mal, so schlimm singt Dr. Clever aber auch nicht, oder? Nee. Mensch, Mensch, jetzt mal raus mit der Sprache. Da, ihr wisst doch irgendwas, oder? Das ist ein eindeutiges Ja. Oder was ist denn los? Erzähl doch mal. Na gut, wir sagen, jetzt raus mit wir der Sprache. Hier. Ja, erzähl's ja, doch. Es ja, los, geht um diese vermaledeiten Mützen. Was, welche Mützen? Diese doofen Mützen. Und das Hüte. Hören und Sie alles. Nicht hin. So doof ist mir ihre Mütze nicht. Ja, was denn für Mützen? Also, wir haben jetzt nach dem Kinderkonzert gleich noch einen Auftritt auf einer Karneval. Ja, ich liebe Karneval. Wir ja auch. Wir lieben Karneval auch. Ja. Aber nicht die Mützen. Die Kostümabteilung hat uns so Mützen und Hüte zur Verfügung gestellt, die wir aufziehen müssen. Ja. Und die wollen wir nicht aufziehen. Und dann haben wir versucht, diese Mützen, Hüte verschwinden zu lassen. Ja.
Und jetzt finden wir sie nicht mehr. Und wenn wir sie nicht zurückbringen, dann kriegen wir von der Kostümabteilung eine auf den Deckel. Ja, zu Recht. Sag mal, setzt denn nicht auch Karneval gerne mal einen Hut auf? Ja, guck dir mal den Mann an, der hat doch auch einen Hut, der sieht auch schick aus. Ne, kann man machen, oder? Ja. So, und jetzt, wo sind jetzt die anderen? Die suchen die Hüte. Richtig. Ja, Dr. Clever, Kommissar Krechts, aber wir lösen jeden Fall. Hättet ihr was gesagt? Helft ihr uns? Ja! Dann lasst uns doch jetzt mal die Hüte suchen. Guckt mal unter den Sitzen, unter den Becken, unter den Stühlen, unter den Kissen. Guckt mal, ob ihr irgendwo verdächtige Sachen findet. Festhalten. Gerne. Wer was gefunden hat, hinstellen, melden. So. Wer hat alles was gefunden? Achtung. So. Habt ihr hier hinten auch richtig ein Wurm? Herr Dr. Clever wird es Ihnen danken, der Angekaute. So, wer hat noch was gefunden? Ich komme durch. Was habt ihr gefunden? Das. Was ist das? Ein Programmheft. Aha. Das. Ach, das andere. Ich dachte, das hättest du mitgebracht. Wie, was ist da? Ach, Weltraumschrott vom letzten Fall. Achtung. Hepp. Wer hat noch was gefunden? Was ist das? Das weiß ich. Hat jemand irgendwie irgendwas? Ja. Ein Schwamm. Ach, bin ich froh. Ist doch nur ein Schwamm. Bitte sehr. Wer hat noch was? Wer hat... Du. Ich dachte schon, hat der Junge den Fisch mitgebracht. Gibt's doch... Die hast du hier gefunden? Was ist denn das? Ein Fisch. Ach, den kenne ich. Ah, nee, doch nicht. Der hat zwei ganze Flossen. Okay, Achtung. Hepp. Aber gehört auch nicht zum Kostüm, oder? Also ist kein Hut. Hat noch jemand etwas gefunden? Haben die Erwachsenen auch richtig geguckt? Unter den Kissen? Ja. So, hat noch jemand was gefunden? So. Das Kind haben Sie mitgebracht? Na klar. Hatten Sie vorher schon? Ja, das hat. Okay, alles klar, gut. So. Gut, dann bleibt die restliche Requisite einfach verloren. So, das gibt's nicht. Also, vielleicht haben ja die anderen Tenöre, die... Was ist das? Eine was bitte? Ein Schweinsnase. Ich hab's nicht verstanden. Ein Schweinsnase. Da hab ich doch richtig verstanden. Sag mal, wie gemein ist das denn? Sag mal, 3000 Euro. Bitte? Ach nee, das... Ach, jetzt hab ich's. Entschuldige, geh mal her. Das ist eine Schweinsnase. Nee, gar nicht so lachen. Eine Schweinsnase. Ich glaube, wir kommen dem Karneval näher. Ja. Aber die anderen. Vielleicht haben die anderen ja die Kiste gefunden. Ja, wir müssen sie herbeirufen. Ja. Oder noch besser... Herbeisingen. Singen. Herbeisingen. Und Tenöre können genau. Nicht anders. Wenn die Musik hören, dann singen die mit. Okay? Deshalb ja. Musik ab. Ab. Wie könnte es bei der Nachtwanderung anders ja, sein, oder? Genau. Setz mich mal dahin. Bitte. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, ich zeige im Traum dir Christ. Schlaf nun sinnig und süß, schau im Traums Paradies, schlaf nun sinnig und süß, schau im Traums Aha. Da ist er eingeschlafen. Hat geklappt.
Hallo. Mama, ich will noch ein bisschen schlafen. Ja, das sagen sie alle. Hallo. Hallo. Hallo? Ja? Hallo? Was war los? Wer ist wieder wo? Was? Die Tenöre sind wieder da? Und ich dachte, ich hätte nur geträumt. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal, Giovanni, Kai, Quonschik, wo wart ihr denn? Ja, wir haben die Kiste gesucht. Oh! Ha! Ich bin verplappert. Die Kiste, aber das wissen wir doch schon. Nein, die Kiste mit den Hüten. Doch, doch, doch. Die drei haben sich doch schon verplappert. Die Kiste, ja, habt ihr sie wenigstens gefunden? Nee. Okay. Wie nee? Aber nee, ihr wart nicht die gefunden. Ganze Zeit weit weg. Wo habt ihr denn überall geguckt? Wir haben überall. Bitte? Ist die Kiste aus Rattan? Ja. Ist sie ungefähr so groß? Ja. So, so, so. Ich glaube, die Kinder haben sie schon gefunden. Ich glaube auch. Das gibt's doch. Lasst uns mal durch. Lasst uns mal durch. Macht mal Platz. Macht mal Platz. Ich glaube, das ist die Kiste. So. Jetzt brauchen wir einen starken jungen Mann und eine starke junge Mutter. So. Die beiden tragen jetzt mal hier die Kiste auf die Bühne unter einem dosenden Applaus. Sehr gut. Macht mal Platz. Da ist die Kiste. So. Sehr gut. Guck mal hier. Ohne den Jungen würdet ihr das gar nicht schaffen. Oh. Der hängt sich da, glaube ich, mehr dran als... Okay. So. Auf die Bühne damit. Vielen Dank fürs Platz machen. Dankeschön. Das ist euer Applaus. Sehr schön, danke dir. So. So. Passt mal auf. Das ist die Kiste, die ihr die ganze Zeit gesucht habt. Mann, 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 ihr habt doch mit Profis zu tun. Hättet ihr was gesagt, wir hätten die sofort gefunden. Sollen wir da mal reingucken? Nein. Ja? Nein. Ihr müsst nein. Bitte nicht. Wir wollen das nicht. Ich wollte gerade sagen, die sind lauter mit Ja als ihr mit Nein. Deshalb gucken wir da jetzt mal rein. So schlimm wird das schon nicht sein. Oh, doch. Du hast eine Ahnung. Ja. Passt mal auf. Genau, jetzt gucken wir mal da rein. Da sind doch bestimmt... Ach, das ist schlimm. So schlimm sind die jetzt auch nicht. Naja, also... Also, wenn es jetzt... Hasenohren auf einem Hut... Das ist noch der Schönste. Wer soll den denn mal aufsetzen? Du. Ach, der Giovanni. Hier, bitteschön. Einmal für dich. Oh, guck mal hier. Ein Wald. Guck mal hier. Auch schick, oder? Guck mal hier. Ach, Quatsch, guck mal. Ne? Guck mal hier, der Trend 2019. Yeah. Du kannst es tragen. Okay, bitte sehr. So, einmal. Ja, das ist kein Hut oder was? Keine Kopfbedeckung? Bitte? Die kann man aufsetzen. Die kann man aufsetzen? Oh. Ach du meine Güte. Wen nehmen wir? Wer könnt? Wird euch allen stehen. Dem Kai passt sie am besten. Kai? Was? Guck mal hier. Oh. Für dich. Oh. Sehr schön. So. Ah! Was ist das denn? Ein Wolf. Aber den kann man sich nicht aufsetzen, oder? Ja, doch. Ach, Boris, guck mal hier. Ja, danke. So ein Wolf kann nichts entstellen, auch ein Boris nicht. So, ja. Passt mal auf. Wow. Eine Winkelkatze. Wer könnte die denn wohl tragen? Einstimmig. Oh. Joachim, bitte sehr. Und wenn man denkt, es könnte nicht schlimmer werden, kommt von irgendwo eine Plastikbadehaube her. Mit Schleife. Wer fehlt denn noch? Christian, guck mal hier. Nett von dir, danke. Ach, du bist die Kirsche auf der Sahne, du. So. Auch? Ach, guck mal, nee, der Guido fehlt doch noch. Magst du dich in den Hut bewegen? So, passt wie angegossen. So. Einen haben wir noch. Naja, ist eher wie so ein Halm. Der ist ja total klein. Der ist ja mini. Für Dr. Clever. Guck mal hier. Dr. Clever kriegt den auf. So. Und jetzt.
setzt ihr alle mal bei drei die Hüte auf. Dann gucken wir mal, wie es aussieht, okay? Eins, zwei, drei. Nein. Was? Was ist denn da los? Warum wollt ihr die denn nicht aufsetzen? Weil man mit den Hüten nicht singen kann. Halt mal fest. Man kann mit Hüten nicht singen. Hast du schon mal DJ Ötzi gesehen? Ja, guck doch mal her. Na gut, stimmt, hast recht. Ja. Bitte? Ich kann sie nicht verstehen. Ach so, wegen dem Gummi. Mach das doch nach hinten. Sag mal, sollen die einmal mit Hüten singen? Ja! Sollen die einmal mit Hüten singen? Ja! Das Kommissar-Krechts-Lied mit Hüten. Es bleibt unter uns 180 Leuten inklusive 500.000 vor den Bildschirmen ja, zu Hause. Ja, aber unter einer Bedingung. Einem Kommissar Bedingungen stellen? Ja. Ja, hau raus. Was denn? Die Kiste muss danach verschwinden. Die Kiste, solange ihr die Hüte auflasst, verschwinden. Nee, die, mit den Hüten in der Kiste. Wir gucken mal. Probiert's doch einfach mal. Wir singen alle zusammen. Stellt euch noch mal hin. Es ist so lange her. Wir machen uns noch mal warm. Sie klopfen gleich hinten am Po. Das war das Lustigste, ne? Ja, sehr schön. So. Wir strecken uns noch mal. Wir machen noch mal. Und singen und tanzen zusammen das Kommissar Krechts-Lied. Musik ab. Ein schräger Vogel ist er ja, hat manchmal auch ne Meise. Doch wenn er seine Felle löst, dann werden wir ganz leise. Da kommt der Kommissar, den Vogel hat er zurecht. Sein Name lautet. Da kommt der Kommissar, ein Vogel hat er zurecht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet. Sehr gut, alle! Die Musik hat's ihm angetan, dort gibt es schwere Fälle. Falls es richtig knifflig wird, so ist er stets zur Stelle. Da kommt der Kommissar, ein Vogel hat er zurecht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet Krechts. Da kommt der Kommissar, ein Vogel hat er zurecht. Sein Name lautet Krechts. Vielen Dank. Das waren, sind und bleiben ein kleiner, aber ein ganz besonders großartiger Teil des WDR-Rundfunkchors. Kai, der Tenor. Joachim, der Tenor. Christian, der Tenor. Giovanni, der Tenor. Boris, der Tenor. Quatschik, der Tenor. Und Guido am Flügel. Und auch ein Sänger, ehemaliger Sänger vom WDR Rundfunkchor. Und das Tollste ist, euch, auch wenn ihr die ganze Zeit nicht zu sehen wart, man hat euch die ganze Zeit gehört, oder? Naja, das bleibt unser Geheimnis. Wir sehen uns spätestens am 24. Februar ist der nächste Fall im Kaufhaus. Und am 27.02. könnt ihr das Ganze noch auf Kiraka nachhören. Wir hören und sehen uns, euer Kommissar Krechts. Tschüss zusammen. Kommt gut nach Hause. Tschüss. Tschüss. Sehr schön. Bitte sehr. Und jetzt wollen sie die Hüte nicht mehr abnehmen, ne? Nehmt sie mit nach Hause. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Komm mit, ich habe noch so Mitmachplaketten und so Autogramme, wenn ihr wollt.